So, einen wunderschönen guten Morgen, meine liebe 9b. Herzlich willkommen zu einer weiteren Stunde mit Jugend ohne Gott. Ihr habt mir letzte Doppelstunde damit verbracht, einen Übungsaufsatz zu schreiben. Da kriegt ihr die Rückmeldung einzeln über Teams. Da besprechen wir jetzt nichts Großes. Aber ich habe so drüber geschaut, es hat bei allen prima funktioniert, offensichtlich. Aber dazu dann die einzelne Rückmeldung. Was haben wir hier gemeinsam gemacht die letzten Stunden? Wir haben uns angeschaut, verschiedene Motive des Romans Jugend ohne Gott. Es ist klar geworden, was ein Motiv ist. Und wir haben das Motiv der Fische, der stummen, kalten Fische kennengelernt und das Motiv der marschierenden Venus. Und wir werden heute ein drittes Motiv uns anschauen, nämlich das des römischen Hauptmanns. An diesem römischen Hauptmann, das weiß ja jeder schon aus der Lektüre, hängt nun die Frage nach Gott dran, und dieser Frage werden wir uns heute nähern. Das ist natürlich eine zentrale Frage, aus gutem Grund heißt das Buch Jugend ohne Gott. Welche Rolle spielt hier Gott? Das wird jetzt zunehmend deutlicher werden. Dieser römische Hauptmann begegnet uns schon relativ bald in diesem Roman, und da sollt ihr jetzt erstmal hier aktiv werden. Insgesamt wird diese Stunde wieder so 80, 90 Minuten dauern. Da sollt ihr jetzt mal aktiv werden, nämlich schaut mal bitte in unserer Ausgabe auf der Seite 41, 42 an, das ist das Kapitel Geheim, Seite 41, 42, das Ende von diesem Kapitel. Schaut euch mal das bitte an, da betrachtet der Lehrer ein Bild, und dieses Bild hängt im Pfarrhaus, er ist da beim Pfarrer zu Gast, und er schaut sich dieses Bild sehr genau an und kommt dabei so ins Nachdenken. Schaut mal bitte nach, was denkt er nach, was hat dieses Bild mit ihm zu tun, warum fasziniert ihn das so? Video bitte anhalten, und 10 Minuten solltet ihr das hinkriegen. So, da bin ich wieder, habe inzwischen auch meinen Stift geholt. Was habt ihr rausgekriegt? Seite 41, an der Wand hängt ein Bild, ich kenne es, es hängt auch bei meinen Eltern. Also mit diesem Satz wird schon die Verbindung deutlich. Das ist so eine Erinnerung an seine Kindheit, an seine Jugend, an sein Elternhaus. Wie sieht dieses Elternhaus aus? Ihr habt es herausgefunden, ganz sicher. Meine Eltern, sie sind sehr fromm. Ich habe Sehnsucht nach meinem Vaterhaus. Es war im Krieg, da habe ich Gott verlassen. Also seine Eltern waren fromm, dieses Bild hing an der Wand, und er wurde natürlich offensichtlich gläubig erzogen, aber im Krieg, da habe ich Gott verlassen. Er ist nicht mehr gläubig. Wir werden das noch an vielen Stellen hören, wo er ja sagt, ich glaube nicht an Gott. Aber ich habe Sehnsucht, ich bekomme Sehnsucht nach meinem Vaterhaus. Geh heim. Dieses Kapitel trägt den Titel, und dieser Satz kommt ungefähr 1, 2, 3, 4, 4 Mal vor. Geh heim. Also, erste Begegnung. Er identifiziert sich irgendwie mit, nicht so sehr vielleicht mit dem Hauptmann, das ist vielleicht übertrieben hier, sondern identifiziert sein Leben mit diesem Bild. Es ist ein Bild aus seiner Jugend, als seine Eltern fromm waren, als alles schön war, als er noch gläubig war, erst im Krieg. Da habe ich Gott verlassen. Geh heim, kommt jetzt 3-4 Mal die Aufforderung. Geh heim, geh heim, geh heim. Ich möchte wieder klein sein, sagt er. Wohin möchte er zurück? Überlegt mal kurz, was ist das für eine Vorstellung? Ja? Na, eine Vorstellung in eine Zeit, wo alles gut war. Wir wissen jetzt, was er gerade erlebt, da ist vieles schief und vieles falsch und vieles lehnt er ab und hasst er. Er will wieder zurück in eine Zeit, wo alles gut war, ne? Wo er klein war. Er will heim. Ja, das, was wir alle verbinden damit, wenn wir sagen, ich will einfach nur heim. Heimkommen. Heimkommen zu den Eltern, heimkommen ins Elternhaus, heimkommen zu diesem Bild und vielleicht auch heimkommen zu Gott. Es
war im Krieg, da habe ich Gott verlassen. Ich habe Gott verlassen. Wie sieht dieses Bild aus? So sieht dieses Bild aus. Ihr werdet jetzt hier im Video nicht viel erkennen, aber ihr habt den Hefteintrag wieder bei den Kursmaterialien. Schaut euch mal dieses Bild genau an und beantwortet mal bitte folgende vier Fragen, Aufgaben. Erstens, ganz stur, erster Schritt immer, beschreibt erstmal, was ist eigentlich zu sehen. Das ist ein sehr berühmtes Bild vom Herrn Grünewald. Die Kreuzigung Christi, naja, das ist erkennbar. Was ist eigentlich genau zu erkennen? Und zwar wirklich genau. Zweitens, es geht um den römischen Hauptmann hier hinten rechts. Wie wirkt der römische Hauptmann auf dich? Drittens, nehmt mal die Bibel zur Hand, wenn ihr eine daheim habt. Wenn nicht, schaut ihr im Internet, ist es leicht zu finden. Die Stelle Matthäus 27, Verse 51 bis 54. Sätze 51 bis 54. Schaut mal die Stelle nach, auf die bezieht sich dieses Bild. Und dann überleg mal kurz, wie fühlt sich dieser römische Hauptmann? Schreibt mal einen Brief, er setzt sich abends hin und schreibt seinem Bruder über sein Erlebnis an diesem Tag. Das ist nun wirklich ein einschneidendes Erlebnis gewesen für alle Beteiligten. Was würde er seinem Bruder schreiben? Haltet das Video an, eine halbe Stunde braucht ihr sicher, wenn ihr es gescheit macht. Macht's gescheit. Nicht googeln. Und ich bin gleich wieder da. Ja, schauen wir uns diese Sachen kurz mal an. Hier bin ich wieder. Es ist die Kreuzigungsszene Christi. Und gut, das habt ihr alles mit Sicherheit beschreiben können. Für uns ist wichtig dieser Hauptmann. Wie wirkt er auf euch? Er wirkt relativ gelassen, nicht aufgeregt, ne, angesichts dessen, was passiert. Wir werden gleich lesen, ihr habt schon gelesen, was hier passiert. Ne? Er wirkt zugewandt, Jesus zugewandt. Naja, streckt die Hand nach ihm aus. Warum eigentlich? Grüßt er ihn oder will er ihm helfen oder strebt er dahin? Interessanterweise hat er das Visier offen. Er ist ein Soldat. Ja. Jeder weiß noch aus mittelalterlicher Geschichte, 7. Klasse, was das bedeutet. Ja. Wenn ich das Visier zuklappe, dann beginne ich zu kämpfen, dann beginnt der Kampf. Offenes Visier signalisiert Offenheit, Frieden, Friedlichkeit. Und das Schwert hat er auch, oder sein Kampfgerät hat er auch hier so an die Seite gestellt. Auf welche Stelle bezieht sich das? Auf diese Bibelstelle aus dem Matthäus-Evangelium. Ihr habt sie gelesen, ich zitiere nochmal. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf und standen auf, viele Leiber der Heiligen, die da schliefen. Die Erde bebte, die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und die Heiligen kamen raus. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und Jesus bewachten, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, als sie das sahen, da erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Die anderen brauchen uns jetzt nicht groß zu interessieren. Konzentrieren wir uns auf den Hauptmann. Als er also sieht, die Erde bebt beim Tod Jesu, die Felsen zerspringen, die Gräber tun sich auf, da erschrickt er sehr und sagt, siehe, das ist Gottes Sohn gewesen. Wirkt er erschrocken auf euch? Auf mich nicht. Aber was ist das für ein wichtiger Moment in der Bibel und für den Hauptmann? Ihr habt es hier schon erkannt, natürlich. Er erkennt Gott. Ja? Vorher war das irgendeiner, der halt dann bestraft und gekreuzigt wird. Sein Job ist halt da aufzupassen, römischer Soldat.
In diesem Moment, die Erde bebt, die Felsen zerreißen, die Toten kommen aus ihren Gräbern. In diesem Moment erkennt der Hauptmann, Gott existiert und das war Gottes Sohn. Das war Gott. Da wird auch deutlich, warum er sich so ihm zuwendet vielleicht, warum er die Hand hebt. Ich weiß nicht, was der Maler sich dabei gedacht hat. Müssen wir auch nicht wissen, was der sich denkt. Wichtig ist, was wir uns denken, was wir da rein interpretieren. Er macht sein Visier auf, er öffnet sich zu Gott, er strebt hin zu Gott. Seine Hand geht hin zu ihm. Er erkennt in diesem Moment, sagt diese Bibelstelle, dass das Gott war. Das ist der Hauptmann. Auf dem Bild, mit dem der Lehrer sich identifiziert, mit dem er, dass er mit seiner Jugend, seiner Kindheit verbindet, mit der Zeit, dass alles gut war und in die er wieder zurück möchte. Ich möchte wieder ein Kind sein. Geh heim, sagt er zu sich selber. Dieser Hauptmann begegnet uns nochmal. Und das ist das Interessante an der Sache, nämlich auf der Seite 50 am Ende des Kapitels, wie heißt es, der römische Hauptmann. Wer hätte das gedacht? Das Kapitel der römische Hauptmann, und zwar gerade am Ende, betrachtet er dieses Bild oder denkt auch nochmal über dieses Bild nochmal nach. Und jetzt wird ganz deutlich, wie sehr er sich mit diesem Hauptmann identifiziert, denn er stellt jetzt Parallelen fest. Er bezieht diesen Hauptmann ganz auf sich, diesen Hauptmann, der deswegen in der Bibel eine wichtige Rolle spielt, weil er Gott erkennt in diesem Moment des Todes. Mit dem vergleicht er sich und mit dem vergleichen wir ihn jetzt. Er parallelisiert sich mit ihm. Er ist ihm ähnlich. Was sollt ihr tun? Ihr sollt aktiv werden. Schaut euch mal bitte die Seite 50 sehr genau an. Das ist so die letzte Seite des Kapitels der römische Hauptmann. Was stellt er da fest zu dem Hauptmann? Was hat es mit ihm zu tun? Nicht alles, was ihn betrifft, ist auf der Seite. Ein bisschen schon, aber nicht alles. Aber vieles habt ihr auch noch im Kopf von davor. Also parallelisiert ihr das mal. Welche Aussagen macht ihr über den römischen Hauptmann? Und was hat das mit ihm eigentlich zu tun? Video anhalten, 20 Minuten, solltet ihr das hinkriegen. Seite 50, bitteschön. Hier bin ich wieder, habt ihr es gemacht? Bitte macht's gescheit, macht mit, sonst bringt's nicht. Der römische Hauptmann und der Lehrer, ich habe das schon mal hier so parallelisiert, klar. Was stellt ihr über den römischen Hauptmann fest? Das, was wir bei unserer ersten Betrachtung des Bildes natürlich auch erkannt haben, nämlich, er hat Gott erkannt, heißt es hier. Er hat also Gott erkannt, Zeile 12. Was ist denn nur mit dem, fragt der Lehrer da. Er leitete die Hinrichtung eines Juden, also dieser Hauptmann. Und als der Jude starb, sagt er, wahrlich, so stirbt kein Mensch. Er hat also Gott erkannt. Wie ist die Beziehung des Lehrers bis dahin zu Gott? Ihr wisst es, ne? Ein paar Seiten vorneweg sagt er das. Seite 47, ich habe es nochmal rausgesucht. Seite 47 sagt er im Gespräch mit dem Pfarrer. Dann glauben Sie auch nicht an Gott, sagt der Pfarrer. Und er, richtig, ich glaube nicht an Gott. Ich glaube nicht an Gott. Während also der römische Hauptmann auf diesem Bild gerade dabei ist, Gott zu erkennen, sagt er bisher, ich glaube nicht an Gott. Was habt ihr noch gefunden über den Hauptmann? Gleich der nächste Satz. Ich zitiere nochmal die Stelle. Er leitete die Hinrichtung eines Juden und als der Jude starb, sagte er, wahrlich, so stirbt kein Mensch. Er hat also Gott erkannt. Aber was tat er? Was zog er für Konsequenzen? Er blieb ruhig unter dem Kreuz stehen. Das war auch meine Beobachtung zumindest. Ich bin sicher, eure auch. Der Hauptmann auf diesem Bild von Grünwald ist nicht aufgeregt. Er ist nicht erschrocken, wie es bei Matthäus heißt.
sondern er bleibt da eigentlich relativ easy ruhig stehen. Ne? Was zog er für Konsequenzen? Das ist auch für den Lehrer eine interessante Frage. Was zieht der eigentlich für Konsequenzen aus dem, was er erlebt? Bisher keine. Ne? Schaut euch diese ganzen ersten Kapitel an. Er stellt zwar fest, dieses neue Denken, die neue Weltanschauung, das ist Dreck. Und die Leute, die so erzogen sind, verachtet er, diese Kinder. Aber was zieht er denn für Konsequenzen? Schmeißt er seinen Job hin? Hört er auf, für diese Menschen zu arbeiten? Nein, tut er nicht. Und warum? Ihr wisst es. Ja? Okay. Weil er halt Lehrer ist, ne? Weil er pensioniert werden will, weil er in Ruhe und in Dummheit sterben will. Das Zitat haben wir jetzt gleich. Also was zog er für Konsequenzen? Der Soldat, der Hauptmann, er blieb ruhig unter dem Kreuz stehen. Ähnlich passiv bleibt zunächst der Lehrer. Ne? Drei Zeilen weiter. Er macht sich jetzt Gedanken über diesen Hauptmann. Er erkannte den neuen Gott, als der am Kreuze starb und wusste nun, dass seine Welt zum Tod verurteilt war. Und? Ist er etwa in einen Krieg gefallen? Hat er es gewusst, dass er für nichts fällt? Freut ihn sein Beruf noch? Oder ist er alt geworden? Er macht sich jetzt Gedanken über den Hauptmann und eine interessante Stelle ist, freut ihn sein Beruf? Freut eigentlich den Lehrer sein Beruf? Nein, ihr wisst es, ihr habt sie auf der Seite gelesen. Mein Beruf freut mich nicht mehr, sagt er. Wenn ich keine andere Seite dabei stehen habe, ist immer die Seite 50. Mein Beruf freut mich nicht mehr. Also da sieht man, wie er das parallelisiert. Ne? Ich erlebe hier gerade Ungeheures. Und was mache ich? Ich bleibe passiv. Aber im Grunde hasse ich alles, was ich den ganzen Tag mache. Den Schülern hier einen Dreck beizubringen, den ich ihnen beibringen muss, weil die Obrigkeit des Dritten Reich das so vorgibt. Sein nächster Gedanke. Oder ist er etwa alt geworden? Habe ich schon vorgelesen. Oder ist er etwa alt geworden? Wurde er pensioniert? Lebt er in Rom oder irgendwo an der Grenze, wo es billiger war? Na? Wie ist die Reaktion des Lehrers? Darum geht es ihm. Seite 9, ich habe es nochmal rausgesucht. Dass du ohne wirtschaftliche Sorgen alt und blöd werden darfst. Das ist das Tolle an seinem Job. Erinnert euch an den Direktor, der sagte das Gleiche. Ja, das ist jetzt vieles dabei, was man vielleicht ablehnen könnte, aber hey, wir werden pensioniert, wir können in Ruhe und ohne Sorgen alt und blöd werden. Genau diese Frage stellt er sich für den Hauptmann. Ne? Ist er alt geworden, wurde er pensioniert? Lebt er irgendwo in Ruhe? Vielleicht hatte er dort ein Häuschen mit einem Gartenzwerg. Ich bin sicher, in Rom gab es keine Gartenzwerge. Ne? Da merkt man, er redet nicht über den Hauptmann. Oder habt ihr hier vom römischen Gartenzwerg gehört? Nein. Na, er redet von sich. Ist es das, was er will? In Ruhe, alt und blöd werden, mit einem kleinen Häuschen, irgendwo an der Grenze, wo es billiger ist, mit einem Gartenzwerg vorm Haus. Und man merkt, er ist extrem unzufrieden. Wenn man das parallelisiert, er merkt, er ist unzufrieden. Er hasst seinen Beruf. Er kann diese Schüler nicht ausstehen, die so erzogen sind, wie das Dritte Reich es will. Er hasst die Vorgaben des Staates, des Dritten Reichs. Ja, und was macht er? Was sind seine Konsequenzen? Bisher? Kein bisschen, ne? Keine Konsequenzen. Ihr habt es alle schon so weit gelesen, dass ihr wisst, er wird diese Konsequenzen ziehen. Das ist das Tolle an diesem Buch. Na, ich kann ihm zuschauen, wie er zu diesen Konsequenzen kommt. Und die sind hart. Na? Er muss seine ganze Behaglichkeit aufgeben. Was haben wir noch? Vielleicht die wichtigste Stelle. Als er hier feststellt, ich lese einfach weiter an der Stelle, dann man sieht von dieser Seite 50, da kann ich im Grunde alles brauchen.
Neue Barbaren, er redet über den Hauptmann, neue Barbaren, neue Völker, sie rüsten, sie warten. Redet er über Rom oder redet er über das Dritte Reich? Und der römische Hauptmann wusste es, die Barbaren werden alles zertrümmern. Aber er rührte sich nicht. Für ihn war bereits alles zertrümmert. Er lebte still als Pensionist, er hatte es durchschaut, das große römische Reich. Der Hauptmann bleibt passiv, obwohl er sieht, dass die Barbaren Roms und die Barbaren der Nazis alles zertrümmern. Und was macht er? Er lebte still als Pensionist. Er hat es durchschaut. Ähnlich ist es bei ihm jetzt an dieser Stelle. Ne? Das nächste Kapitel heißt Der Dreck. Und wenn man mal kurz so drüber liest, weiß man, wovon man redet. Von er redet über diesen neuen Zeitgeist, über die Art und Weise, wie die jungen Menschen erzogen werden, über das Denken, die Ideologie des Dritten Reichs. Das ist Dreck. Dreck ist das für ihn. Welche Konsequenz zieht er daraus? Bisher keine. Er lebte still als Pensionist, eher noch nicht, aber das ist es, was er hofft. Der römische Hauptmann lebte still als Pensionist. Er hatte es durchschaut. Welchen Zusammenhang gibt es jetzt zwischen seinem Zustand und seiner Passivität? Da muss man kein großer Psychologe sein, ne? Er bewegt seinen Arsch nicht, obwohl er alles hasst um sich herum. Die Ideologie, die Schüler, die Vorgaben, das, was die lernen, der neue Zeitgeist. Aber er tut nichts. Ne? Und deswegen ist er unglücklich, unzufrieden, ja, irgendwie depressiv, würde man heute sagen. Er zieht sich zurück, bleibt am liebsten für sich allein. Statt das zu tun, was jeder, da muss man kein Psychologe sein, was jeder gute Freund ihm raten würde, zieh doch Konsequenzen. Was zog er denn für Konsequenzen? Bisher keine. Warum ziehst du keine Konsequenzen? Welche Konsequenzen könnten das sein? Haltet mal kurz an und schreibt mal drei Möglichkeiten auf. Angenommen, der würde zu Hause sitzen und sich überlegen, okay, ich will Konsequenzen ziehen, ich will da raus aus diesem Dreck. Was könnte er tun? Drei Stück. Stopp anhalten. Ja, ich weiß nicht, was ihr aufgeschrieben habt. Verschiedene Möglichkeiten. Sich einen anderen Beruf suchen. Ein Beruf, wo ich nicht so unter der Fuchtel des Staates bin. Er wäre dann zwar nicht raus aus dem großen und ganzen Dreck, aber natürlich, wenn ich Schreiner bin, dann bin ich weniger unter der Fuchtel des Staates. Gerade die Lehrer waren natürlich Staatsbeamte und damit natürlich besonders ausgeliefert. Die sollten ja das neue Denken, das neue Weltbild hier weitergeben. Also er könnte sich einen Beruf suchen, wo er weniger im Fokus steht, Schreiner werden. Problem ist natürlich nicht so leicht, wenn ich jetzt beschließen würde, Schreiner zu werden, ich mit meinen zwei linken Händen, kann ich eigentlich nicht. Andere Möglichkeiten? Auswandern? Ja, das ist euch sicher als erstes eingefallen. Dann ist natürlich seine Pension dahin. Ne? Jetzt hat er jahrelang schon gearbeitet und wird noch jahrelang arbeiten, um dann mal gemütlich seine Pension zu kriegen. Wenn ich auswandere, ist das alles weg. Ich muss von vorne anfangen. In Amerika oder in Argentinien oder in Hongkong. Keine Ahnung. Ist das so einfach? Alles zurücklassen. Seine Eltern, seine Freunde hat er nicht so viele. Schwierig. Dritte Möglichkeit. Ich bleibe in diesem Beruf, aber ich mache halt nicht mehr alles mit. Ich nehme nicht alles passiv hin. Ich wehre mich. Wie könnte sich so ein Lehrer wehren? Ne? Ist klar, bei den Schülern vielleicht dafür sorgen, dass sie mehr selbst denken, statt einfach nur das Vorgegebene zu denken. Andererseits, ich kenne sofort den Einwand, natürlich, ihr auch. Das sind die Schüler, die mitschreiben, was er da so redet, die ihn verpfeifen, wenn er irgendwas erzählt, was von der herrschenden Meinung abweicht, würde er sich da nicht eine Menge Ärger einhandeln? Wäre es das wert? Was wir hier erleben, ist natürlich ein Stück weit sein Weg zu Gott, sein Weg zur Ehrlichkeit, sein Weg
zum Frieden mit sich selbst. Denn dass er unzufrieden ist mit sich, mit der Welt, mit allem, das merkt man von der ersten Zeile an. Was für ein frustrierter Typ. Ne? Diesen Weg werden wir uns natürlich weiter anschauen, denn in dem Prozess, der ja jetzt dann nun beginnt, als Folge dieses Zeltlagers, dieses Totschlags, beschäftigt er sich ja immer mehr mit dieser Frage nach Gott. Und wie das weitergeht, habt ihr schon gelesen und werdet ihr noch lesen und werden wir uns noch gemeinsam anschauen. Die Hausaufgabe, ich weiß es gar nicht mehr, zuletzt wart ihr, glaube ich, ich habe es mir eingemerkt, auch 111 oder so habt ihr gelesen. Hausaufgabe ist klar, ihr habt es vermutlich schon längst gemacht alle, lest das Ding fertig. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder und werden diesen Weg uns weiter anschauen. Ich wünsche euch was, schöne Tage und bis hoffentlich in echt, wir alle. Bis bald, ciao.